Um für alle 9. Klassen einen gemeinsamen Termin für Schulaufgaben zu finden, schaut man nicht im Notenbuch nach, sondern scrollt hier nach unten und findet den Knopf Schulaufgabenplan. Da draufklicken und dann auf Monate und sich den Monat suchen, in dem Fall den Mai und nach unten. Und dann hat man einen schönen Überblick, wann welche Termine schon in welchen Klassen geblockt sind und was noch frei ist.